Lass uns einfach mal loslegen, Julius. Wie ist denn so dein Bewegungsradius momentan? Mein Bewegungsradius ist eigentlich ja nur hier bei uns auf dem Grundstück aktuell. Ich lebe hier mit meiner Freundin zusammen. Wir haben eine größere Dachgeschosswohnung und haben einen schönen großen Garten Richtung Wald. Das ist so ein kleiner Park. Ja, mittags und morgens, bis die Sonne untergeht, halte ich mich sehr viel im Garten auf und abends und nachts bin ich dann hier bei uns in der Wohnung. Hast du schon einen Lagerkoller? Fällt die Decke auf den Kopf oder hilft der Garten da richtig viel? Wir sind eh alles so Macher hier im Haus. Da kann man sich dann auch immer beschäftigen. Wir haben immer irgendwelche Pläne oder Sachen, die wir noch bei uns im Garten umgestalten oder neu machen wollen. Ja, klar, irgendwann wird man dann natürlich auch schon gerne mal wieder was anderes sehen. Ich bin halt jemand, der auch sehr viel rumkommt. Ich bin für meine Jobs auch sehr viel deutschlandweit oder auch international unterwegs. Ich hatte jetzt auch einige Reisen halt geplant für die nächste Zeit, die ich halt jetzt auch irgendwie canceln musste und so. Hatte ein freies Fotoprojekt in Schweden, in Südschweden geplant, wo ich so einen alten Fischer begleiten wollte, 2 Wochen. Wo ich sehr viel Vorbereitung und Recherchearbeit reingesteckt habe, was ich jetzt im April umsetzen wollte. Das ist dann natürlich sehr schade, dass das dann alles nicht zustande kommt. Ne? Wie ist denn so da dein Gefühl? Bist du der Meinung, dass das jetzt alles aufgeschoben ist und du wirst es auf jeden Fall, sobald die Situation sich gebessert hat, dann durchführen? Oder hast du auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht das eine oder andere dann hinten abfällt? Was die freie Fotoarbeit mit dem Fischer angeht, ist es halt schwierig, weil jetzt wäre genau die Heringssaison gewesen und das wäre halt die schönste Jahreszeit in Schweden gewesen, weil dann da alles blüht und neu kommt und die Fischer geben dann gerade so Gas da und sicherlich kann man das auch zum Ende des Jahres nochmal nachholen, aber das ist dann wahrscheinlich einfach nicht das Gleiche. Ne? Was die Arbeit angeht, ist das ein bisschen schwieriger. Also da sind schon viele Sachen gecancelt worden, wo ich auch schon von Agentur- und Kundenseite weiß, dass sie so dieses Jahr auch nicht mehr stattfinden werden, einfach weil die sich so in der Form nicht wiederholen lassen. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen. Du bist doch recht produktiv gerade. Wir sind da ja immer sehr im engen Austausch mit unserem Art Director, dem Michael. Und der hat uns dann da auch ein paar coole Ideen reingegeben, was wir so zu Hause machen können. Unser Haus, unsere Gemeinschaft hier, die Location bietet sich natürlich auch einfach an. Wir machen auch so ein bisschen so Kleingärtnern, viel mit Gemüse und haben jetzt so ein Frühbeet gebaut und viele Sachen angepflanzt. Das sind halt natürlich alles so sehr aktuelle und nachhaltige Themen, die sich dann natürlich einfach auch anbieten, dann mal so festzuhalten. Ne? Also gibt es irgendwas gerade, was dich besonders inspiriert? Wir leben ja hier in einer Gemeinschaft. Wir haben hier ein Mehrfamilienhaus, kennen uns alle schon viele Jahre und der eine ist Musikproduzent, der andere ist Tätowierer, eine andere Freundin macht Modedesign und wenn man dann so sieht, was die halt jetzt so aus ihrer Situation machen oder was sie dann sich jetzt so einfallen lassen, wie die in ihren Bereichen kreativ werden können, lässt man sich natürlich auch davon inspirieren und zum Beispiel meine Freundin, die Marie und unsere Nachbarin, die Dana, die Modedesign macht, die haben jetzt vor kurzem in ihrem Garten ganz viele so Atemmasken geschneidert und genäht und gebastelt. Und das sind dann natürlich auch irgendwie ja, coole Sachen. Ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Und ich hoffe natürlich, dass ihr bei euch alle also da gut durchkommt, gesundheitlich vor allem und auch finanziell. Dass das alles im Reinen laufen wird. Und dann hören wir hoffentlich beim nächsten Mal zu besseren Zeiten. Genau. Das wünsche ich dir auch, Sebastian. Vielen, vielen Dank.